Hallo! Wir sind's! Mal wieder. Wir haben noch lange nicht genug. Unser Festivalsommer ist nicht vorbei, denn wir machen heute mal eine Winteredition. Das Monsterfestival aus Geiselwind hat uns nämlich eingeladen. Und da fahren wir jetzt mal hin. Das sind wir beide. Ja. Und wir haben unsere Freundinnen mitgebracht. So ist es. Hallöchen. Wer zu wem gehört, das werdet ihr später sehen. Und machen wir uns nochmal auf den Weg. So, da sind wir auf dem Zeltplatz. Guck mal, wie viel Platz wir hier haben. Andi, zeig deinen Damm. Wir sind gespannt, das ist unser erstes Festival im Herbst. Und es ist jetzt schon kalt, also es ist jetzt schon ziemlich frisch. Ich bin auf die Nacht gespannt und ja, wir bauen jetzt erstmal auf. Ach warte, ich habe doch nach der GON dieses Jahr 70.000 Abos erreicht. Nutze es mal zum Aufbauen die YouTube-Partnerkräfte. Wow, die Scheiße hat geklappt. Wie gesagt, ja. Es ist Oktober, das erste Mal, dass wir so spät im Herbst zelten gehen. Deswegen haben wir uns schon komplett anders vorbereitet dieses Mal. Also es ist alles wesentlich kuscheliger aufbereitet als sonst. Damit wir auch nicht frieren heute Nacht. Ich bin gespannt, wie es wirklich wird. Ich habe Grüße mitbekommen, denn ich hatte letztens Besuch bei mir zu Hause. Senior Gon war nämlich da. Und er hat mir gesagt, ich soll euch was mitgeben. Schön. Underberg. Und er hat gesagt, er wird sich das Video ansehen. Wird das überprüfen, ob wir das auch wirklich trinken. Deswegen stelle ich euch hier. Ja. Dann Prost! Wunderberg! Jawohl, Wunderberg! Yeah! Yeah! Köstlich! Oh, ich habe eine Wunde an der Lippe, das ist kaputt gelaufen. Krieg ich einen Kuss? Nee! Willst du mir damit sagen, wir sind 350 Kilometer gefahren, nur um zu saufen? Oh. Jawohl! Trink, komm schon! Trink. Wow. Ja, wir wollen jetzt gerade mal den Zeltplatz erkunden und wir haben 4 Meter gebraucht, um ein Camp zu finden, das uns gefällt. Nein, es ist ein Parkplatz! Denn der Alkoholpegel noch. Das ist hier bei denen der absolute Hammer. Sowas habe ich noch nie gesehen. Andi, ja? Spende dem jungen Karl etwas. Danke, Karl. Ich teste das jetzt mal. Wunderbar, geiles Ding hier. Dankeschön. Das ist Ziel, ja. Wir hatten gestern erst unser einmonatiges. Halt die Fresse. Jetzt sind wir schon auf unserem ersten Festival. Es geht ja jetzt zur ersten Band. Wir sind hier auf dem Monster Festival und wir haben unser eigenes Monster dabei. Himmelmonster. Nee. Ja? Weißt du, was ich gefunden habe? Was denn? Dafür kann ich nichts. Dafür kann ich nichts. Das steht hier so rum. Oh, ja. Mach doch den Ton auf. Thank you.
Das war Stahlzeit. Es hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt kommt der Headliner. Die spektakuläre Wolfgang Petri Coverband. Okay, der Wolfgang Petri, der hat versucht, aber es hat nicht ganz geklappt. Wir beenden jetzt den Donnerstag und gucken mal, was die Nacht uns bringt. Der Tag der Deutschen Einheit ist für heute beendet. Es ist der Tag der Deutschen Reinheit. Reinheit. Für Tattoo-frei. Abwesend, also okay? Ah! Ah! Scheiße! Verdammt, Scheiße, was soll das? Den Arschlöcher! Ich möchte den ficken, Kurwa! Den ficken! Ficken! Ficken, Kurwa! Kurwa, ich möchte ficken! Verdammte Scheiße! Ficken, Kurwa! So, schönen guten Morgen. Wir haben den zweiten Tag auf dem Monsterfestival. Wir haben Freitag, den 4. Oktober. Für alle, die heute arbeiten müssen, es tut mir leid. Oh, da wird gerade Master Jam wach. Alter, wo sind wir hier? Ist das Kerbholzland, Hurricane oder Gott? Wieso ist es so kalt? Welches Datum haben wir? Das habe ich gerade gesagt, das ist der 4. Oktober. 4. Oktober? Nicht schon wieder. Die erste Nacht zusammengefasst. Wie war ich? Hätte wärmer sein können. Was mit meiner Freundin gebumst, du Schwein? Wir haben zwar unter drei Decken gepennt, aber ich muss sagen, Festival im Herbst ist schon was anderes. Meine Füße sind abgefroren, weil ich meine Kuschelsocken zu Hause vergessen habe. Oh, ich hab doch Socken. Ist das süß. Oh, ich muss pupsen. Nein, oh! Wir sind jetzt hier bei unserem gemütlichen Indianerfrühstück gerade. Aber wir beide müssen uns halt um die wichtigen Sachen kümmern. Wir müssen jetzt gerade Togepi gegen Otaro tauschen, damit wir unsere Pokédexe voll kriegen. Ja, wer von euch spielt es auch noch? Schreibt es in die Kommentare. So, ich dachte für alle, die auch vom Monster Festival noch nie etwas gehört haben, ich zeige euch mal eben das Gelände dort. Ein großer Pluspunkt ist schon mal, dass man mit dem Auto direkt in den Zelt parken kann. Die Dixie-Toiletten wurden in Spireblocks an verschiedene Punkte des Zeltplatzes gestellt. Bei der Menge an Leuten eine gute Lösung, denn man musste nie weit laufen und nie lange warten. 5 Minuten Fußweg vom Zeltplatz entfernt befinden sich eine Kirche, eine Tankstelle, ein Hotel, ein Burger King, KFC, McDonald's und ein Erotikmarkt. Und da wir dieses Mal nicht grillen, haben wir uns jetzt für den McDonald's entschieden. Hier ist es schön, da können wir auch wärmen. Und wir können unseren Antibiotikum-Haushalt mal wieder auffüllen. Das Festivalgelände selbst bietet die üblichen Essens- und Krimskramsstände. Das Konzertgelände befindet sich in einer großen Halle, die nicht nur eine Vielzahl von Getränkeständen und Sitzmöglichkeiten bietet, sondern auch genügend Platz für alle Festivalbesucher. Man steht hier nicht, wie bei Rock am Ring, eingeengt in einer Boxengasse. Auf dem Festival ist es kalt, aber die meiste Zeit verbringt man ja eh in der Halle, was super gelöst ist. Und die Leute waren alle super drauf. So, wir haben gerade ein Stündchen geschlafen, weil wir ein bisschen fertig noch waren, damit wir heute schön in der Nacht durchhalten. Und jetzt haben wir wieder ein bisschen Bock zu saufen bekommen. Andi, was machst du da? Hast du Glühwein dabei? Das ist Punsch, du Dominus. Punsch, Punsch, Punsch. Punsch, Punsch, Punsch. Aha, wusste ich's doch. Ich bin unschuldig. Das ist nicht meine. Trinken wir, das hält uns warm. Wir trinken jedes Bierfass aus. Und weiter. Yeah.
war gerade 9 mm. Die Assi Rock'n'Roll. Die Abschiedsshow. Es hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt spielt gleich Funk. Aber vorher werden wir uns noch eine Pinsel in den Körper reinrennen. Janis, Funk spielt gleich da vorne. Und du bist nicht Funk hier. Du fehlst hier. Du liebst Funk. Wir denken an dich, Janis. Diese Fucks, die werden jedes Mal besser. Es ist ein guter Moment, um zu sagen, der Freitag ist für heute beendet. Schatz. Nein. Schatz. Schatz, wach auf. Schatz, ich habe schlimm geträumt. Schatz, Schatz, komm bitte. Erzähl mir alles. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer meines YouTube-Kanals. Der Samstag, das große Finale auf dem Monster-Festival ist angebrochen. Funk hat gestern die ganze Bude abgerissen. Sie haben bis 2:30 gespielt. Wir dachten, ey, das hört gar nicht mehr auf, so krass sind die. Und ja, Andi, ja, du hast hier irgendwie was mitgebracht. Was haben wir denn hier? Das ist ja eine Hosentaschenspitze, das heißt, man muss sie sich in die Hose stecken. Und durch die Oberschenkelwärme wird sie dann warm. Und wenn sie fertig ist, dann kann man die essen und ist dann schön lecker und schön warm. Und das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Celia, kannst du dir die mal in die Hosentasche stecken, damit du die warm machst? 4 Minuten ungefähr. Danke. Oberschenkel! 9 mm und Kerbholz wollen gleich hier Bier ausschenken. Da wollte ich gerade in die Kirche gehen. Da wird man von Zuschauern angesprochen und natürlich haben sie auf dem Festival eine Polaroid-Kamera dabei. Gut, dann machen wir ein Foto. Lieber Gott, bitte beschütze Timo und Kedi und bring uns auf der nächsten Gond wieder gutes Wetter. Amen. So, das mit Kerbholz ist gerade aber richtig cool, oder? Diese Bierstunde. Ja, es gab Freibier und Autogramme für Dodo. Also echt sympathische Band, muss man auf jeden Fall lassen. Celia, sag mal, hast du heute Morgen eigentlich die Hosentaschenpizza rausgenommen? Oder hast du die noch drin? Mensch, guck mal. Muss man irgendwo. Ach, da ist er ja. Mann, 4 Minuten haben wir doch gesagt. Ach, toll, ey. Verbrannt. Tut mir leid. Riecht fischig. Mahlzeit, ich meine Stahlzeit. Ja, wir haben jetzt Halbfinale hier auf dem Monster Festival. Auf geht's, Talkspack. So, wir nähern uns im großen Finale vom Monster Festival 2019. Es gibt 2019 keine Band, die ich so oft gesehen habe wie Kerbholz. Und es gibt keine Band, die ich mehr liebe als Kerbholz. Du bist stark, sei stolz auf dich, denn du bist groß.
für heute beendet. Nicht. Seht ihr Deutschland-Fans? Das ist das Land! Das Monsterfestival in Geiselwind. Es hat uns hier sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank für die Einladung, dass wir hier sein durften. Hier kommt ihr auf jeden Fall noch zu den letzten Videos. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, bitte. Damit ihr nichts mehr verpasst und ihr nächstes Jahr auch noch so tolle Festival-Videos sehen könnt. Ciao.